Oh, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you, baby, baby. War. War never changes. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout Tactics. Ja, letztes Mal haben wir hier aufgehört. Wir sind noch mitten in der Kampfphase, die beende ich auch mal. Unser Held hat mal hier irgendjemanden angegriffen. Frag mich nicht, wo der ist. Wir können mal nachladen, fleißig. Ryan, so, Stitch, wo bist du? Du warst hier irgendwo, wa? Ja, meinetwegen. Kann hier mal langlaufen. Vielleicht sehen wir mal jemanden, der war irgendwie hier in dem Bereich. Habe extra nochmal in den Videos geschaut. Gut. Schleichen. Wird entdeckt. Ich denke mal von der Person hier. Können wir versuchen, die Tür zu öffnen. Abgeschlossen. Gut. Dann nehmen wir unser Dietrich einfach mal und versuchen mal zu öffnen. Geöffnet. Sehr schön. Jagdgewehr. Klick, klack. Und öffnen wir die Tür. Ich habe gesagt, Tür öffnen. Sehr schön. Und dann reden wir mit der Gefangenen mal, was sie zu sagen hat. Hey, hol mich bitte hier raus, bitte. Hol mich hier raus und ich werde mich eines Tages revanchieren. Ich habe nichts, was ich dir jetzt geben könnte, aber wenn du mal in meine Stadt Great Bend kommst, frag einfach nach Ripley und ich schwöre, ich werde mich revanchieren, bitte. Bitte lass nicht zu, dass sie mich nochmal anfassen. Okay. Frage ist, wo läuft es jetzt lang? Ist das so gut, wenn es jetzt hier lang läuft? Die haben zumindest nicht reagiert, weil hier einer ist. Okay. Ich versuche den mal zu erwischen, ohne dass wir erwischt werden. Wow. Oha, oha, oha. Okay. Das wird wahrscheinlich viel Krach gemacht haben. Obwohl, nicht so viel Krach, wie ich dachte. Dann schleichen möglich. Ja, der ist da. Na, super. Ah, der hat auch eine Schrotflinte. Und wir treffen nicht mal. Bam. So. Ende Kampf. Jetzt versuchen wir nochmal zu schleichen. Ich hoffe, das klappt. Ja. Haben wir anscheinend doch nicht zu viel Krach gemacht, obwohl hier Personen sind. Sehr schön, Schrotmunition. Ach was. Einfach alles nehmen. Da haben wir auch einen Revolver mit dabei. Keine schlechte Waffe. Ich lese mal hier oben. Hier kann man sehen, ob der Raider irgendwie die Frau. Ne, ich habe nur Erfahrungspunkte bekommen. Anscheinend, wo die Frau nicht vom Raider erwischt. Sonst wäre es hier jetzt hier gestanden. Und wir hätten miese gemacht. Da hätten wir erstmal. Na super, Junge. Wen hast du denn jetzt schon wieder angegriffen? Lass mich raten, der hier rumliegt. Naja. Schwer verwundet. Fahrseit, du siehst ihn bestimmt nicht, wa? Auch zu weit weg. Wo kannst du hier noch hin? Ende Kampfrunde. Ja. Ist clever gewählt von dir. Aber ich gehe mal hier runter. Die greifen mich im Nahkampf an. Ende Kampf. Und schnell wechseln. Oha, jetzt kommen sie alle an. Jetzt kommen sie alle an. So, halbtot. Hatten die hier noch eine Alarmanlage? Nicht, dass ich wüsste. Ja, hier kommen nochmal zwei an. Gut, Ende Runde. Gehen wir hier lang. Die wollen hier hin. Ja, komm. So, ja. Kurz zwei Schritte raus. Boah. Sehr schön. Damit hätten wir sie erledigt. Ende Kampf. Aha.
Wow. Ich bin fast tot hier. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen. Okay. Kampfrunde ist vorbei. Stitch, komm mal her. Du musst ein bisschen heilen. Bist nicht umsonst hier Arzt. So. Okay. Heilen wir mal. Völlig geheilt. Sehr schön. Kannst du wieder dein Gewehr nehmen? Und dich tarnen? Ja, also ich könnte jetzt alle tarnen, wie sich hier. Zwar ein bisschen blöd teilweise. Weil, wir ja eh dann wieder auffallen. Aber ist okay. Ja, der hatte bloß diesen komischen Klumpen in der Hand. Bräuchten wir eigentlich nicht. Aber lässt sich verkaufen. Wir haben jetzt auch genug Leute, die was verkaufen. Gut, aber er ist ja wenigstens nicht so eingestellt, dass er irgendjemanden angreift in seiner Nähe. Das wäre unpraktisch. Hier liegen welche. Nur Stäbe. Du siehst jemanden. Hier hinten ist jemand. Aber der ist relativ weit weg. Ich weiß nicht, was du willst. Willst du ernsthaft die Leute angreifen? Glaub nicht. Der hat nix. Den hatten wir schon ausgeraubt, glaube ich. Hier lagen nur noch zwei rum, wa? Ich bin mir nicht sicher. Na super. Da hat doch auch einer mich angegriffen mit der Pistole. Nee, das ist ein Klüppel. Und das ist auch noch ein Klüppel. Okay, gehen wir hier lang. Jungs, erstmal hier so sein, obwohl Stitch. Stitch, hier, bleibt mal da. Und dann gucken wir mal. Ist der eine ein Raider? Das ist der Dorfälteste. Den wollen wir mal nicht verletzen. Deswegen. Bam. Bam. Tot. Ende Kampf. Reden wir jetzt schon mit ihm? Oder noch nicht? Ich weiß nicht, ob der Alarm schlägt, wenn er hier durchläuft. Müsste man mal schauen. Auch irgendwie müsste man das Tor hier öffnen. Es gibt hier auch noch eine Möglichkeit, hier reinzugehen. Hier gibt es nämlich noch einen Destillator. Das wäre so eine leichte Nebenquest, die man erfüllen könnte. Gut, schauen wir erstmal. Schleichen. Ich würde mal sagen, Stitch kann meinetwegen zu ihm gehen. Da haben wir jemanden, der den Dorfbewohner beschützt. Und die anderen beiden, wo sind sie? Hier. Wenn sie so leicht transparent sind, kann man die nicht so richtig sehen. Gehen erstmal hier lang. Fahrseite, okay. Die wollte ich eigentlich nicht hier haben. Und hier ist wieder so eine Aktion für die Schrotflinte. Zwei direkt nebeneinander. Gehen wir hier hin. Und Fahrseite kann man hier hingehen. Brian mal hier hin. Ich hoffe nur, dass er nicht wieder vor dem Gebäude stehen bleibt. Die schlafen jetzt noch alle schön. Hier ist eine tolle Kiste. Und dann werden wir mal mit der Schrotflinte hier hingehen und Bams machen. Zack. Beide erwischt. Keine Chance gehabt. Ende Kampf. Sehr schön. Der hat eine tolle Waffe bei sich. Eine Kalaschnikow, eine AK-74. Kann man überlegen, ob man die anstatt der Schrotflinte nimmt, weil die auch einen schönen Salvenmodus hat. Wäre eine Überlegung wert. Gucken wir mal, Schrotflinte bringt 14 bis 24. Ne. 20 bis 22. Ja, mein Gott, nehmen wir die Kalaschnikow. Braucht ihr auch dieselbe Munition? Können wir überlegen, ob wir die Schrotmunition jemand anders geben von unserem Team. Okay, nehmen wir alles. Was hatte der? Hatte ich schon geguckt? Ach nur, den Klöppel. Okay. Ich kann mich nochmal tarnen. Schleichen. So, hier haben wir noch ein Haus, hier haben wir ein Haus, hier haben wir ein Haus, hier haben wir ein Haus. Und hier müssen wir noch lang. Gut.
Mal gucken, wo noch ein paar Leute sind, die uns gefährlich sein könnten. Wie gesagt, hier stehen welche. Unverletzt. Hier sind welche drinnen wieder, die schlafen. Schon ziemlich praktisch, dass sie schlafen. Hier schläft auch jemand. Machen es wieder so. Fahrseite und Box gehen rein. Machen wir so, Fahrseite kann man in Knien laufen. Die ganze Zeit kriechen oder schleichen ist auch nicht so praktisch für sie. Ja, da wollen wir mal gleich probieren. Obwohl ich glaube, dass ein Schuss ausreicht, um die zu töten. Deswegen nehme ich lieber nur die Schrotflinte, um die zu töten. Machen wir jetzt mal wieder. Das ist die falsche Schrotflinte. Das ist die richtige. Wir gehen mal wieder hier hin. Und dann greifen wir den an. Wumms. Beide auf einmal. Und auch Runde beendet. Sehr schön. So will ich es auch haben. Alles nehmen. Haben wir eine kleine Maschinenpistole, die eh nichts bringt. Und auch das nehmen. So. Würde ich sagen, beende ich diese Sache und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.